zur drittplatzierten Mannschaft. Mit nur einer Niederlage wurde das Handball-Aushängeschild des Kreises Verden Regionalligameister und schaffte damit die sofortige Rückkehr in die zweite Bundesliga. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und dann noch herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Die Handballdamen des TV Eutel. Richtig geknubbelt. Christian Scholz. Schüttelt die Hände, wir werden nochmal die Blumen überreichen und ja, reiß sie nochmal hoch, dein Pokal. Marco Wallers, herzlichen Glückwunsch! Auf dem zweiten Platz bei den Mannschaften das damalige Fußballteam von Trainer Henning Brevers sicherte sich aufgrund einer starken Defensive knapp vor dem SV Drochtersen und Assel den Titel in der Bezirksoberliga und schaffte damit den Aufstieg in die Niedersachsenliga, wo es derzeit einen guten Mittelfeldplatz belegt. Herzlichen Glückwunsch für die B-Junioren des FC Verden 04. Genau, so machen wir es. So, meine Damen und Herren, nun kommen wir zu dem Sportler des Jahres. Und nun die Mannschaft des Jahres 2009. Sie sind zwar nicht komplett, aber ich lese trotzdem alle Namen vor. 2009 holte der deutsche Abonnementmeister zum siebten Mal in Folge den Titel in der Elite-Liga und gewann zudem den Deutschlandpokal. Sie sind also die Besten in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch an den RV Edelsen Radpolo-Team mit Jennifer Knoke, Annika Müller und der Ersatzspielerin Claudia Liesau sowie die Trainerin Sabine Müller. Gratulation! Hier in Verden, bei keiner anderen Sportgala hier in Norddeutschland. Wir haben eine eigene Sport- und Schauhymne. Das ist sozusagen die Verdener Hymne. Axel Hattig hatte sie komponiert und gesungen wird sie von Johanna Djapic und Tim Konrad. Ein Riesenapplaus für die beiden hier. Hier kommt Spirit of Gold, die Sport- und Schauhymne. Der dich über Grenzen führt, verbindet Menschen und Länder, der Geist, der uns berührt. Yeah.
Alter, hilf